Und ich lauf. Bis 9. Yay! 9. Geil. Pro Gaming. So macht man das. Wir wollten das ja nur mal zeigen mit dem Verbandskasten. Ja. Ja, genau. Ob das auch stimmt. Das hat gestimmt. Ja. Wenn man dann halt ein paar dabei hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Und das ist für euch auch interessant, wie man in die Top 10 kommt und sich trotzdem saudumm anstellen kann. Richtig. Hallo zusammen, heute gibt's ne. Wieso rennt denn da? Heute gibt's ne. Wieder eine schöne Noob-Runde hier. H1Z1 zusammen mit der Miss Fussel und mit dem Robby Bobby von Absturz zockt. Hallo. Ja, das wird ein reines Noob-Training. Also, wir können nichts, wir sind nichts und das wird sich auch nie ändern. Ja, ist ja schöne so. Motivationsrede vom Mannschaftskapitän. Fühle ich mich wie zu Hause. Na, überzeugt mich vom Gegenteil, Leute. Okay, also wie straight nach unten? Wie immer, ja. Einfach, damit wir alle auf demselben Platz landen, straight nach unten. Alles klar. Ins Einkaufszentrum, ja. Ja, natürlich auch von mir jetzt. Hallo hier bei Big One auf dem Kanal zum Noob-Training von H1Z1. Wir starten mal wieder eine schöne kleine Runde. Wir lassen uns abschlachten wie die Schweine. Was anderes wird es nicht werden. Aber wir geben dabei natürlich unser Bestes. Viel Obacht, ne? Ja. Und heute mal mit der Fussel, die hatte bisher einen sehr schönen Tag. Der ist jetzt zu Ende. Ja, das hat sich das jetzt stimmt. So. Okay, habt eine Waffe am Start. Rucksack. Und hier der Cedric hat uns heute gezeigt, wie man im Dampf länger überlebt. Nehmt unbedingt die Sunny-Koffer mit, wenn ihr welche findet. Die Kisten. Ja, mache ich immer. Ja, immer. Immer am Startding. Und dann wartet ihr, wenn ihr im Nebel seid, wartet ihr bis ihr leicht angekratzt seid. Mhm. Und dann wendet ihr die an mit F, das wisst ihr ja. Ja. Okay. Und dann könnt ihr schön sprinten, das lädt eine ganze Weile eure Energie wieder auf. Okay, sehr geil. Habt ihr noch irgendwie einen Rucksack oder so? Ich hab einen Rucksack am Start. In die Zelte draußen waren noch genug. Ich hab noch kein Geld. Und die Schuhe wegmachen. Der Cedric hat's geraten, der hat gesagt, der zockt schon lange PUBG. Die machen das dort auch. Schuhe ausziehen oder was? Ja, kannst du gleich rettern, die Schuhe. Wozu ausziehen? Ja, weil wenn du barfuß bist, machst du nicht so eine laute Geräusche. Aber das stimmt doch bei PUBG schon nicht. Ja, bei PUBG stimmt einiges nicht. Hier aber auch nicht. Aber wir machen es mal, weil es geil klingt, wenn du einen Betonuntergrund hast und so. Batsch, 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 batsch. Batsch, 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 batsch. Genau. Hier hinten steht ein Moped mit 4 Rädern. Ein Quad. Okay. Ich bräuchte mal noch. Was habe ich denn für eine Knifte? Okay, ich habe ein bisschen was am Start jetzt. Okay, eine Schrotflinte brauche ich noch. Wie weit sind wir weg? Da brauchen wir ein Fahrzeug. Okay. Steht bei euch irgendwo ein Auto, könnt ihr mal mitschauen? Ich guck gleich. Ein Quad gefunden. Ein orangenes? Ja. Da hast du dasselbe gefunden wie ich. Das ist toll. Also, falls wir genug Material hätten, ich hätte 2x Klebeband. Sehr geil. Klebeband habe ich tatsächlich auch einmal am Start. Ich bräuchte jetzt nur noch dieses Vier, dieses komische. Stofffetzen oder was ist das dann? Okay, was denn für. Ups, für die Rüstung. Nichts, nur für eine Rüstung herzustellen, aber das kommt ja später. Ich höre einen Quad.
Ja, ich schaue, ob hier vielleicht noch ein Auto steht. Okay. Rob, bist du's? Eingerastet am Zaun. Ansonsten bringt ihr euch schon mal in Sicherheit. Nee, ich bin da. Also hier ist kein Auto. Ja, das ist gut. Top. Oh, ich kann eine Rüstung herstellen. Top, die sehr Wette gilt. Top, die Fette grillt. Griechisch. Aber griechisch, ohne Kohle. Aber. Okay, also müssen wir jetzt so loslaufen. Ja. Haben wir kein Auto irgendwo, ne? Nee. Aber ich, aus reiner Solidarität, laufe ich mit. Okay. Ja, wenn noch jemand auf Toilette muss, dann macht jetzt. Dann haben wir keine Zeit mehr. Wo ist ein Fussel? Fussel ist ja hier, der Rob nicht. Heute bin ich mal ein gelber Pfeil. Ich muss mich da immer ein bisschen reinfuchsen. Reinfurzen. Hier ist noch ein Quad. Ich habe noch einen Quad gefunden. Ja, das habe ich abgestellt. Das Grüne. Das Grüne hast du abgestellt. Das war bei mir vorhin orange. Hey, hier oben in der Tanke war schon jemand drin. Ja, ich. Achso. Aber ich weiß nicht, ob da ein Auto stand. Ich habe nicht drauf geachtet vorhin. Nee, das kennt's. Also wir laufen los, ne? Gehen wir mal. Ja. So, Leute. Im Fußmarsch werde ich rausschneiden? Nö, werde ich nicht. Kommt, kann ja immer was passieren. Hä, ist ja voll spannend. Schneller Vorlaufmarsch. Ja, kann man ja schnell vorlaufen lassen, das geht auch, ja. Ich laufe hier wie ein Pinguin. Bitch, batsch, bitch, batsch, bitch, batsch. Oh, ich habe Schuhe noch an. Ich habe auch die Schuhe noch an. Ich komme mir da ein bisschen männlicher vor, die Schuhe an. Ja gut. Das wird es bei dir auch nicht mehr rausreißen. Schuhe an. Also ich bin jetzt barfuß. Das ist schön. Oder was auch immer man dann anhat, wenn man keine Schuhe mehr anhat. Ja, du musst mal auf dem Fels laufen. Ja, dann patsch, 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 patsch. Oh, voll auf den Stock gelatscht. Oh. Blitsch, platsch, blitsch, platsch. Wo seid ihr hier? Ja, hier vorne. Bin gespannt, ob das Baguette Forever heute wieder dabei ist. Also, ja, also die Grüße an Baguette Forever, du spielst immer zufällig mit uns. Ich habe heute schon mal eine Runde gedreht, hier ein oder zwei. Ist dort ein Auto, Rob? Ich guck grad. Und da war er noch nicht dabei. Was? Aber er muss doch seiner Linie treu bleiben. Ein Rob ist hier ein Auto? Rob, sein Lieblingskiller, die Proer Gang, oder wie sie heißt. Ja, ehrlich mal. Vögel. Ist da ein Fahrzeug? Da kein Auto? Nein, ist jetzt noch nicht. Ach, Mensch. Weiterlaufen. Ja. Liebe Leute, das ist Gameplay Pur hier. Barfuß in seiner Prosten Form. Oder so. Oder so. Also hier im Wald ist auch kein Auto. Nee. Aber wenn ich die ganzen Bäume hier sehe, könnte ich mal übelsten Affen machen. Wie gesagt, ich suche gerade wie verrückt. Aber das dort ist auch keins. Leider. Schade. Werden wir jetzt im Nebel sterben, Vic? Ich hoffe es nicht. Kommt der schon? Ich weiß nicht. Schau mal auf die Karten. Oh, Klebeband. Sehr geil. Also ich renne die ganze Zeit einfach, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Straight. Guck mal, hier vorne ist noch so ein Platz. Vielleicht gibt es da ein Auto. Hier vorne ist definitiv eine Stadt. Cranberry ist hier vorne. Also wir haben uns mal relativ weit ab vom Schuss spawnen lassen, damit wir euch mal ein bisschen länger als 5 Minuten Gameplay zeigen können. Und die ganze Welt mal zeigen. Ja, die ganze Welt. Ach scheiße, hinter uns kommt's Gas. Oh Gott. Hier muss ein Auto stehen, bitte, bitte, bitte. Hier muss jetzt echt ein Auto stehen. Jetzt haben wir ja 7, fast 8 Minuten. Jetzt kommt's Gas, das reicht schon. Schönes Let's Play. Also wie war das jetzt, ein bisschen anhitten lassen und dann F drücken, ne? Verbandskasten. Ja. Hier ist kein Auto. Nein. Aber wir könnten es schaffen, wenn wir jetzt straight durchrennen. Okay. Habt ihr Verbandskasten? Ich habe einen. Hallo? Hast du einen Fussel? Ja. Warte, ein bisschen anhitten lassen. Hab ich. Jetzt durchrennen, ne? Bei 95 oder so.
So, und jetzt drücke ich ihn rein. Okay. Und dann schaffen wir noch ein ganzes Stück. Okay. Und dann sterben wir, wenn wir genau in der Zone sind. Ja, ja, ne? Bis wir dann in der Zone sind, ist dann der nächste Countdown schon wieder. Wobei. Ah, ich höre einen Waldkauz. Oder eine Eule. Ich auch. Das ist voll niedlich. Alles klappt, ne, mit dem Verbandskasten. Ja. Und dass wir nicht mal noch ein Quad oder so gefunden haben. Hatten wir einen PUBG-Zocker empfohlen. Guter Mann. Der hatte zwei oder drei. Der ist voll durchgerannt und dann am Ende gestorben. Oh. Weil es alle war. Ja, weil als der in Sicherheit die Safe Zone erreicht hatte, war der Countdown schon wieder vorbei. Ah. Mhm. Ja, das ist halt immer doof, ne? Mist, 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 Mist. Okay, jetzt, wird's enger? Mhm. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Schönen Gruß an die Anne. Ja. Und in einer Minute geht das Gas schon wieder weiter, ne? Ich hab zum Glück noch einen Kasten. Renn weiter, Fussi. Kein Auto am Start. Steck, nee. Drück die 6, steck die Waffe weg, dann bist du ein bisschen schneller. Hinscht? Ja. Ich hab keinen Verbandskasten. Und mit Q? Der Drop hat ja auch noch einen, hä? Mein letzter verbraucht sich gerade. Ja, wir sind gleich da. Und dann haben wir, Leute. Dann, wow, und dann haben wir 20 Sekunden und dann geht's weiter. Nee, die 20 Sekunden sind jetzt schon vorbei. Ja. Verdammt, Leute. Das zum Thema Noob-Training. Ich glaube, wir machen das nochmal, oder? Passt voll ins Schema. Ja, toll. Und weiter geht's. Geil. Wir haben einfach zu lang rumgelootet dort. Ja. Da habe ich meine Rüstung. Toll. Das ist ein Schwachsinn. Steht da nicht irgendwo ein Auto? Na. Nee. Die Rüstung kann man sich ja unterwegs eigentlich zusammensuchen. Irgendwie. Wenn man ein Fahrzeug hat. Ja, toll. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Sind nur noch 12 Teams am Leben. Gleich nur noch 11. Ja, fast in den Top 10, ne? Ja, vielleicht schaffen wir es. Ohne was zu machen. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Ja, Leute. So, also bei mir geht's zu Ende, Leute. Ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Wow, jetzt noch durchs Wasser, ist ja wunderbar. Beim Run gegen Gas 2018. Ja, ich habe auch gedacht, die Zeiten sind vorbei, aber... Ja. Ja, toll. Geh weiter zum Sicherheitsbereich, ja? Ich würde ja gern. Aber wir sind Top 10. Wir haben lang gelebt im Gas. Haben wir sonst nicht geschafft. Ja, wir sind in den Top 10, Leute. 10. Platz. Okay, und ciao. 1. Bam. Ich habe jetzt noch 9, 7, 6, 4, 2, 1. Bam. So, die anderen beiden haben sich schon ausgelockt. So, Leute, nee, ich guck dir zu. Aber im Anschluss daran zeigen wir euch noch eine vernünftige Runde, wie man es nicht machen sollte auch. Und ich lauf. Wir sind 9. Yay! 9. Geil. Pro Gaming. Mhm. So macht man das. Wir wollten das ja nur mal zeigen mit dem Verbandskasten. Ja. Ja, genau. Ob das auch stimmt. Das hat gestimmt. Ja. Wenn man dann halt ein paar dabei hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Und das ist für euch auch interessant, wie man in die Top 10 kommt und sich trotzdem saudumm anstellen kann. Richtig. Vor allen Dingen ohne was zu tun. So, das war's für mich auch. Und 9. Sehr geil. Yeah. Yay! Okay. Das gibt XP. Okay, wir bringen gleich noch eine Runde. Ja, bis gleich. Straight nach unten oder so ein bisschen Richtung die Tankstelle? Wie immer nach unten. Tankstelle ist ja gleich hier an der Straße. So, Leute, Runde 2 vom Noob-Training.
Genau, weiter geht's. Neuer Versuch. Auto ist am Start an der Tankstelle unter uns. Yay! Polizeiauto, ja, ich sehe es schon. Ja. Wie viel gehen noch hier runter? Ich sehe niemand. Es geht. Schatz. Ha! Den Mann. Rob, es geht. Also Aufnahme läuft, ne? Ja, ja. Wenn ich sage, ich nehme auf, dann läuft die Aufnahme meistens. Ich sehe jetzt nur dich und den Big. Ich wollte den Big ärgern. Außerdem wollte ich ein bisschen Spannung reinbringen. Du musst dir ein enges T-Shirt anziehen. Oh, der war schwach. Nehme ich die hier. Ich habe den erst bei zweimal Nachdenken kapiert. Ja, ne, ich sah, der war schwach. Das war... Wieso ist mein Hirn ist resistent gegen Flachwitze. Hier ist noch ein Rucksack und ein Helm. Braucht ihr noch? Das war kein Flachwitz. Was habe ich denn überhaupt erzählt? Ich habe es schon vergessen. Nee, hab. Ich brauche einen Rucksack. Wo habt ihr einen? Hier. Ich habe schon einen. Ach so. Du Verarscher. Nein, habe ich nicht. Ja. Ich habe den gerade gefunden. Gut, ja, gut, dass die Aufnahme läuft. So, merkt ihr mal, wie der Big wirklich ist. Was? Der ist nicht so lieb wie bei Superman. Ja. Bei was? Na? Vor allen Dingen, ich brauche noch eine Waffe, eine gescheite. Welche Farbe? Oh. Was, grün, bitte. Was brauchst du denn? Ich habe jetzt bloß die Einzelfeuer. Ich habe nur eine Pistole. Ja, im Büro hinten liegt noch eine mit Einzelfeuer. Komm mal her. Wo liegt sie denn? Hier auf dem Schreibtisch. Muss ich dir mal Munition geben? Das ist die AR-15. Kann man das teilen? Ja, mit Umschalt. Also Umschalt drücken und dann in dieses Feld ziehen. Ach so. Da bin ich mal gespannt, wie die Runde läuft. Also letzte Runde, ihr habt es ja gesehen, neuer Platz. Danke dir. Ein Run durchs Gas, um euch mal zu zeigen, eben, dass der Trick mit den Sunny-Kästen auch wirklich funktioniert. Ja, genau, das war so mehr ein Tutorial. Ja, genau. Alles Absicht natürlich, alles beabsichtigt. So, haben wir noch Zeit? Im Grunde sind wir nicht weit weg. Wenn wir jetzt durch Pleasant Valley fahren, wird es scheppern, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. So. Also kommen außen rum. Umfahr's ein bisschen, ja. Ich setze mal einen Punkt. Fahr's mal daher. Moment, ich mach gerade noch ein paar Sachen kaputt. Okay. Wohin? Ah, grün. Ja. LKW! Oh. Der stand direkt vor uns auf einmal. Ja. Ist das schon für außenrum Dings? Ja, das ist ein Umweg, eine Umleitung. Okay. Oh, war da oben jemand? Nee. Na. Und ich fahre auch noch, ne? Du fährst, verdammt, Tropf, wie kannst du sowas tun? Tja. Ist Vertrauen oder Fussel? Nee, ich auch, aber. Nee, Fussel kann eigentlich fahren, oder? Ja. Autsch! Die kann gut fahren. Ich bin gerade steiß geprellt. Können wir hier noch kurz warten? Also raus einmal, oder? Oder haben wir alles? Hat hier gerade jemand auf uns geschossen? Nee. Die Kirche ist zu, ja. Warte mal. Ja. Wollt ihr kurz noch rein, oder? Ich geh kurz gucken. Ach, Leute. Ich zieh jegliches Feuer auf mich. Kommt da nicht hoch. Das ist prima. Hallo. Boah, ich wollte dich gerade abknallen. Brauchst du einen großen Rucksack? Du hast, ne? Ich hab einen, ja. Aber schon leergeräumt hier, oder? Ich sehe nichts mehr. Halleluja. Haben sie nur die Tür zugemacht wieder. Ratten. Ups. Nicht heilen, geh weg. Hör auf. Achso, das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, ist so ein Verbandskasten oder so. Ja, habe ich jetzt auch keinen. Dürfen wir halt nicht ins Gas kommen. Nee, ich hab auch keinen. Diesmal haben wir ja ein Auto am Start. Oh, okay. Ich wollte gerade einen Helm, aber ich habe ja einen auf. Da geht's. Oh, da steht auch noch ein Quad, oder? Ja. Soll ich das Quad nehmen? Für die Action? Nee, wie du willst. Du zeigst es ja. Wenn du L drückst, Fussel, kannst du Licht anmachen am Fahrzeug. Licht am Fahrer, Dynamo. Und wie mache ich diese Sirene an? X. Hopp. Okay. Oh. Ja, ich komme. Du bist schon wieder Bombenletzter. Hör auf jetzt, falls jemand in der Nähe ist. Müsst du uns schön ankündigen. Ach, fährst du hier mit? Meinst du es besser? Ja.
Dann springe ich raus, gehe in Deckung hinterm Auto und knall alle weg. Wir müssen aber jetzt Richtung Zone langsam, ne, oder? Ja, erstmal zu meinem Navigationspunkt. Ja, weil das Gas verbreitet sich, steht oben rechts. Ja, das dauert meistens noch eine Sekunde. Setz mal den nächsten Navpunkt. Hm? Dorthin, okay. Okay. Kann ich durch den Zaun, ja, ne? Ja, ja, ja. Das ist gut, da brauche ich nicht. Alles wegrotzen, jawohl, geil. Super. Hab schon wieder eine Eule gehört. Ich auch. Das warst du. Was? Nee. Leute, die Gegend im Auge behalten, ne? Ja, mach ich. Ich könnte ja gar nicht fahren, wenn ich es nicht machen würde. Holla, die Waldfee, das war geil gefahren, das war geil gefahren. Bist du getriftet? Ja, ja, ja. Was schon, wir sind in der Zone. Cranberry Drift, also Tokyo Drift, also weißt du. Halt mal an. Stell dich ein bisschen in Deckung. Wo ist denn hier Deckung? Ja. Frag ich mich auch gerade. Was? Fahren wir raus aus der Zone. Oh. Die Map verwirrt mich. Da hoch, da ja. Hoch. Wo hoch? Was macht denn ihr? Rechts rumdrehen? Genau. Ich versuche mich gerade oben an dem Kompass zu orientieren. Genau, hier ist Zone. Also ja, ich soll auch Deckung finden. Ich sehe hier keins Berg. Schade, wenn wir darüber in das Wäldchen fahren. Sind wir jetzt schon wieder drauf? Schlüssel! Wo denn? Hinter uns jetzt. Ah ja, ich sehe es. Wie kannst du die erwischen, weil die haben mich gleich? Wo bist du denn? Ich bin oben hier, auf dem Berg. Achtung, Polizeiauto kommt. Bob, wo bist du denn rausgesprungen? Ach, Tote. Ja. Im Jeep, roter Jeep hinter euch. Schade, Mann. Bist du gestorben? Ja. Zwei Autos. Drei Mann. Die fahren euch hinterher. Die kommen jetzt, die kommen zu sich. Ich seh's. Oh Mann. Oh, zwei Seiten, wie mies. Ah! Oh. Okay, das war. So Leute, da ist die nächste Runde von unserem Noob-Training vorbei. Das können wir doch nicht zeigen. Einmal Brecken und Gas. Das war die Ernüchterung, gell? Was willst du machen? Wir sind halt nicht die Besten in dem Spiel. Was soll's? Wir müssen uns nicht entschuldigen. Wenn ihr Pro-Gaming sehen wollt, seid ihr bei uns genau nicht falsch. Dann schaut am besten unter der Facebook-Adresse nach, die hier eingeblendet wird. Da habt ihr die Pro-League. Okay, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.